Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Mika and the Witch's Mountain. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir sind immer noch unterwegs hier am Fliegen und auch immer mit einem Auge auf Statuen am Schielen, denn wir wollen auch die Statuen finden. Die sind auch wichtig, glaube ich. Also für optionale Outfits und für 100%. Aber ich habe auch das Let's Play bisher nicht 100% genannt, aber vielleicht habe ich schon umbenannt mittlerweile, weil ich weiß, dass ich die 100% mache. Ich meine, ist ein geiles Spiel, ne? Also macht schon Spaß, macht schon Freude. Kann man schon mal spielen, würde ich sagen. Kann man schon mal spielen, kann man schon mal spielen, kann man schon mal spielen, kann man schon mal spielen. Ja, kann man schon mal spielen, kann man schon mal spielen, kann man schon mal spielen. Vielleicht geht das jetzt mit dem Ei gleich. Jetzt, wo wir das mit dem Bauch auf die Situation geklärt haben. So, hier waren wir, glaube ich, noch nie drauf, auf diesen Land hier. Aber hier ist auch nichts. Da drüben ist auch nichts, ne? Nope. Ja, man muss ja mal gucken. Immer neugierig bleiben. So. Aber wie geht das mit dem Schlüssel jetzt? Ich dachte, man muss irgendwie das hier hinten aufmachen, aber es geht irgendwie nicht. Von der Seite. Okay, wenn man bedenkt, dass das Flugzeug gerade noch im Flammenstand bedenkt, ist die Tür kühler als erwartet. Mal sehen. Oh, ist das ein Marinefunkgerät? Es ist an Orwell adressiert. Okay, dann gehe ich dem alten Seemann einen Besuch abstatten. Das hatte ich sowieso vor. La la la. Ist gar kein Problem für uns. Wir fliegen schnell dahin. Ganz geschwind. Fliegen wir dahin. Zu dem Orwell. So. Mikino, mein Mädchen, was für eine Freude. Lange nicht gesehen, liebe Matrosin. Hi, Captain. Wie geht es Ihnen? Erwarten Sie ein Marinefunkgerät, das Sie vor kurzem bestellt haben? Tja, es ist doch nicht verloren gegangen. Es war die ganze Zeit in einem abgestürzten Flugzeug. Oh, nee. Ich kann mich nicht erinnern, so ein Ding gekauft zu haben. Kannst du mir den Absender verraten? Es ist OPIC. Oh, natürlich. Jetzt erinnere ich mich dunkel. Als ich noch ein kleiner Schiffsjunge in deinem Alter war, ließ ich ihn in der Hafenschenke, während ich fort war. Er wurde immer wütend auf mich, weil ich so lange weg war. Eines Tages sagte er, er würde in der Schenke arbeiten. So konnte er Geld sparen, um uns ein Marinefunkgerät zu kaufen, damit wir den ganzen Tag in Kontakt bleiben konnten. Oh, er hat sein Wort gehalten. In der Tat. Ah, das bedeutet, dass er endlich bereit ist. Ach, mein Junge, du magst weit weg segeln, aber wir werden noch zusammen sein. Mein lieber OPIC, mein Captain. Oh, so süß. Oh, hast du Zeit für eine kleine Erledigung? Zu Ihren Diensten, Captain Orwell. Okay, nimm das aber. Sei vorsichtig, es ist sehr schwer. Ich will nicht, dass du dich verletzt. Oha. Was ist das für eine Schönheit? Darauf sind überall Sternsymbole eingraviert. Das ist ein Astrolabium, ein uraltes nautisches Instrument, das Seeleute die Navigation ermöglicht. Wow, das ist klasse. Ich schätze, das ist für OPIC, nicht wahr? Ei, es ist ein Erbstück, das sich seit Generationen in unserer Familie befindet. Es hätte OPICs Mutter gehören sollen. Ach, Matrosin, mach dir keine Gedanken. Das liegt jetzt alles in der Vergangenheit. Mir geht es gut. Uns. Wir sind darüber hinweg. Hör mal. Trotz dessen, was passiert war, wuchs er mit meinen Geschichten und den Träumen der Seefahrt auf. Er sollte wissen, wie wunderschön die See dennoch sein kann. Und jetzt ist er bereit, Segel zu setzen. Also, was sagst du, Mika? Wirst du meinem jungen OPIC unsere Familienastrolabium bringen? Ei, Captain, die Fracht geht auf Reisen. So, weiter geht's. Wir versuchen das eine mal wegzubringen.
Ich will es nicht einsehen, dass das nicht funktioniert. Deswegen gehe ich da nochmal hin. Den Hof hatten wir aber angeklickt, ne? Ne, hatten wir nicht. Oh mein Gott, wie peinlich. Ne, geht immer noch nicht. Komisch. Kann man es ihr jetzt da hinten bringen? Aber ich glaube nicht, dass man ihr das bringen kann. Ah doch, ihm kann man es bringen. Was für ein Ei du da hast, Mika. Ja, eins in extra großer Übergröße. Ich dachte mir, das könnte eures sein. Hier bitte also. Hm. Ja, das gehört uns. Oder eher, es sieht aus, als stammt es von den Straußen, die meine Mutter züchtet. Oh, es ist wegen euch so riesig. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann zu Opik. Ich meine, wir sind jetzt ziemlich gut dabei. Ich weiß nicht, ob noch ein Kapitel dahinter gibt. Ich meine, noch ein Reiter passt dahin. Und wir haben alle optionalen Sachen, die wir bisher gefunden haben, aber erledigt. Aber was wir noch nicht erledigt haben, ist die Statuen. Die Statuen müssen wir noch machen. Keine Ahnung. Und auch nochmal herausfinden, wo dieser Händler war. Weil ich will das schwarze Hexenoutfit haben. Ich schaue immer noch so ein bisschen nach, ihr wisst schon. Nach den Statuen. Ah, dann den Ort müssen wir auch noch entdecken hier. Wie weit ist der denn jetzt rausgefahren? Wo ist der? What? Der ist ganz da hinten. Okay. Und das ist ein weiter Weg. Wir werden schnell dorthin fliegen. Ganz geschwind auf unserem Besen. Ja, werden wir hinfliegen. Durch die Windströme. Kommen wir zu ihm, unserem Opik, unserem schönen Opik. So, alter Schädel. Und jetzt mit Fullspeed hier durch. Da hinten ist Opik. Der ist ganz schön weit weg, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht über den Weg hier hin, wir müssen anders hin. Wir müssen von höher kommen. Ich meine, zum Glück können wir das. Wir müssten eigentlich Mittel und Wege haben, da hochzukommen. Ah, schaffen wir das so noch höher? Ja, klar schaffen wir das hier hoch. Perfekt, von hier aus müsste es klappen. Der Opik ist da ganz hinten, ey. Hui! Ahoi, Opik. Ahoi, Mika.
Schön zu hören, dass du die Seemannssprache sprichst, Kameradin. Nur ein wenig. Ich bin hier, weil der gute alte Orville dir etwas geben wollte. Oh, das Astrolabium meiner Mutter. Ist alles in Ordnung, Opik? Ei, ich weiß, was der gute alte Orville mir damit sagen will, dass meine Zeit gekommen ist und ich meinen eigenen Kurs setzen soll. Es ist seltsam, denn mir kam vor einiger Zeit derselbe Gedanke. Ich habe Orville sogar ein Funkgerät gekauft, damit wir in Kontakt bleiben können, wenn wir getrennt sind. Aber anscheinend ging das Paket mit dem Funkgerät verloren und kam nie an. Womöglich ist es Schicksal. Und ich sollte nicht meinen eigenen Kurs setzen. Oder vielleicht, Kamerad, versuchst du dich aus der Situation herauszuwinden und eine Ausrede zu finden? Hey! Pah, nicht cool, Mika. Tut mir leid, dass ich das so sage. Aber du weißt, dass ich recht habe. Hör mal, es ist nur... Ich denke... er gab mir eine viel größere Quote, als ich brauchte. Jetzt ist es zu spät. Nun, ich glaube, er will dir mitteilen, dass es nicht zu spät ist, sondern der richtige Zeitpunkt. Ei. Ja, gut möglich. Ich sollte mit ihm sprechen. Ein für alle Mal. Ah, du meinst dieses Mal? Wirklich? Oh, ich glaube, ich habe jeden besucht. Ich sollte zu Allegra gehen und mich erkunden, wie die Vorbereitungen für die Party laufen. Ja, dann auf geht's, wa? Los geht's! Vielleicht zum Finale, vielleicht zum letzten Kapitel. Eins von beiden auf jeden Fall, glaube ich. Ja, muss ja letztes Kapitel sein, weil wir haben ja noch einen Ort, den wir nicht besuchen konnten bisher. Muss ja letztes Kapitel geben. Ich bin flach wie eine Flunder. Aha. Allegra, wie laufen die Vorbereitungen für die Kunstausstellung? Kann ich dir irgendwie helfen? Aha. Hi, meine Kleine. Da du schon fragst, ja, da gäbe es eine Sache. Du musst Andros eine Einladung zustellen. Warum? Andros ist so unfreundlich. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Seine Schulden belasten ihn so sehr, dass er nicht mehr malen kann. Er verlor seine Inspiration und kann keine Kunstwerke mehr verkaufen. Das ist ein Teufelskreis. Oh, so habe ich das auch nicht betrachtet. Er muss zur Party kommen. Er brauchte einen Tapetenwechsel und Gespräche. Und ich habe etwas für ihn im Petto. Ich möchte, dass Andros als Gastkünstler teilnimmt. Ich glaube, das würde ihm gut tun. Die Party-Einladung. Auf geht's. Ba-da-da-da-dam. Ba-da-da-da-dam. Herr Andros, hallo. Heute bin ich die Überbringerin guter Neuigkeiten, versprochen. Mika, dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich war frustriert und habe es an dir ausgelassen. Mhm. Ja, sie waren wirklich gemein, aber ich nehme ihre Entschuldigung an. Ha. Du bist wahrlich ein Geschenk, ein Schatz. Ich denke, ich sollte Zeit mit meinem Zwilling verbringen. Das könnte ihnen gutes Verhalten vermitteln. Ja, meinen Sie das ernst? Ach, meine launischen, verschwenderischen Wildfänge. Was hast du für großartige Neuigkeiten, Mika? Mhm. Oh ja, Allegra veranstaltet eine Party und sie möchte, dass sie und ihre Kinder kommen. Sie wollte, dass sie... Eine Einladung zu einer Party. Für uns. Keinesfalls. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Geld auszugeben. Allegra hat nicht erwähnt, dass sie etwas bezahlen müssen. Nein, ich meine für anständige Ausgekleider für uns drei. All unsere Kleidung ist alt und zerlumpt. Oh, weh mir. Ha? Der größte Liedkünstler meiner Zeit.
Der bestbezahlte und eleganteste, ein exquisites, schlechtes Vorbild. Ich brachte meinen Zwillingen bei, dass es im Leben um Opulenz ginge, nicht um Ersparnisse oder Pläne. Was bedeutet Opulenz, Herr Andros? Sieh mich an. Ich bin der klägliche Überrest eines Künstlers. Ich wünschte, ich fände meine Inspiration wieder. Wie damals. Als Kind. Oh. Ich glaube, ich habe hier noch eine Lieferung für Sie. Wirklich? Was ist es diesmal? Hier, nehmen Sie die... meine Zauberformel Tempera-Farben. Tempera-Farben? Die sind wohl für meine kleine Gnome. Kleine Gnome, pa. Die werden Sie nicht zu schätzen wissen. Oh, nein. Nein. Sie sind für Sie, zum Malen. Auch wenn Oberhexe Olagari wollte, dass ich damit arkane Kalligrafie übe. Egal. Sie können sie besser gebrauchen. Oh, Mika. Ich liebe und unbedarfte Geste. Ich bin professioneller Maler. Was sollte ich mit diesen kreidigen, tristen Farben anfangen? Ein Meer aus Blau malen? Die weite See, ha? Wie ein Kind. Ha. Mit einem Schwarm verschwommener Möwen darüber, gebadet im verwaschenen Sonnenlicht. Das eine undeutliche Reflexion auf die Wellen wirft. Warte kurz hier, Mika. Wohin gehen Sie? Oh, das ist exzellent. Was ist passiert? Oh, etwas Einfaches und doch Wundersames. Du hast mich zum Malen inspiriert. Ich habe was getan? Meinst du, dieses Gemälde würde Allegra gefallen? Ich sollte es ihr schenken, dass sie dich hergeschickt hat. Um ehrlich zu sein, ich glaube, so etwas hat sie erwartet. Tatsächlich? Dann ist sie eine Hellseherin. Daher ist mein neues Gemälde ihr gewidmet. Okay, bin schon unterwegs. Und, sag ihr, dass wir in jedem Fall zur Party kommen. Wir haben auch etwas zu feiern. Andres Meisterwerk. Ein Stillleben eines Meers, okay. Na gut. Kann man ja auch mal machen, ne? Aber wo, in welcher Kategorie sind das die ganzen Sachen? Weil wir hatten doch gar keinen Platz mehr hier. Ach so. Das Funkgerät und sowas war hier gar nicht drin. Na gut. Lustig ist, wenn man jetzt einfach über Gegend knallt und ins Wasser geht und das Ding kaputt geht. Ne? Und man sagt, oh, dein Meisterwerk ist kaputt. Tut mir leid. Aha! Hey, mein Kleiner, sag, wie ist das gelaufen? Ach, es lief ziemlich gut, würde ich sagen. Andras hat sich entschuldigt. Wirklich? Er ist ein ungewöhnlicher Elit. Eine erfreuliche Ausnahme. Wie bitte? Er ist eine erfreuliche Ausnahme? Was ist mit der Party? Kommen er und seine Kinder? Ja, er war erst abgeneigt, aber nahm die Einladung dann an und gab mir ein Gemälde. Ah, ich sehe schon. Nun, zu erleben, wie die ganze Insel seine Arbeit wertschätzt, wird sein Selbstvertrauen stärken. Das hat er dringend nötig. Ich freue mich wirklich für ihn. Und dieses Gemälde. Wow, es ist ein echtes Meisterwerk. Es wird im Zentrum der Ausstellung stehen, damit alle es bestaunen können. Nun, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Also, bist du bereit für die Party? Hey! Ja! Aha. Also, was meinst du, meine Kleine? Sieht toll aus, nicht? Allegra, es ist fantastisch. Aha. Ja, aber das ist nicht nur mein Verdienst. Du hast deinen Teil beim Problem mit Andros getan. Außerdem haben viele der Bewohner geholfen, wo wir dabei sind. Ich muss dir etwas zeigen, woran wir alle gearbeitet haben. Aber es wird eine Weile dauern, in Ordnung? Ach, was ist das denn? Aha. Na, ich sage es dir, wenn die Zeit reif ist, ein neuer Besen. Okay, okay, ich warte darauf. Aber ich meine, es gibt noch etwas zu tun bis dahin. Ja, der Koch sieht aus, als bräuchte er etwas Hilfe. Ach, bin schon unterwegs. Wir sehen uns später, Allegra. Oh, ist das jetzt... Okay, das ist der letzte Tab. Okay, wir sind am Ende des Spiels, glaube ich, langsam. Ach, was für ein Meisterwerk. Es ist mehr als bloße Einsicht für mich, verstehst du mich?
Auf einmal, wie in einem Traum, stellte ich mir das hier. Eine Kindheitserinnerung vor. Ah, okay, so. Ich hoffe, sie ist bereit. Ach, nur ein letzter Schubs. Genau wie im Buch. Bring die Pilze einander zum Leuchten. Was ist da los? Warum kann ich nicht lesen? Oh, hallo. Wie geht es dir? Ich bin Kiala. Und du, Vani? Wie sie versucht zu socializen. Hey, brauchst du Hilfe? Oh, hallo. Aber brrr, sowas von. Wir haben schon die Tische vorbereitet, aber wir sind etwas beschäftigt, damit das Eis fertig zu machen. Und dann muss das jemand ausliefern. Ach, darum kann ich mich kümmern. Ha, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Also, die Zwillinge warten auf ihr Schokoladeneis. Und Cecile möchte Minzeis. Biopic? Ha, ein Gourmet-Mara-Eis. Oh, echt? Was soll das heißen? Ach, vergiss es. Also, ist das alles? Nein, es gibt noch einen. Judos Bestellung ist Zitroneneis. Okay, also, nur 4 Becher Eis. Ich weiß, was du denkst, aber nimm sie bloß nicht alle gleichzeitig, Mika. Es wäre nicht schön, wenn das Eis schmilzt. Dann müsste ich wieder von vorne beginnen. Okay, aber ich muss ja wissen, wo die sind. Da 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 da. Da 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 da. Ich bin doch verhungern, Kameradin. Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen meiner anderen Fischlein. Sie sollen frei sein. Okay, das Mara-Eis könnten wir nehmen, aber ich weiß nicht, welches das Mara-Eis ist. Das müsste das Mara-Eis sein, oder? Nein, das ist das falsche Eis. Oh nein, was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Ich weiß es doch auch nicht. Da-di-da-di-da. Hey, Yolo, wie steht's an die Windmühle? Sie funktioniert. Jetzt hat Orela wieder Strom. Ohne diesen furchtbaren Rauch. Ach ja, ich habe gehört, dass die Rauchfabrik geschlossen ist. Herr Wesot, auf Nimmerwiedersehen. Richtig, Herr Kanari? Piep, piep. Bram hat gesagt, du wartest auf ein Zitroneneis. Oh, richtig, ja. Ich probiere es im ersten Mal Eis. Also wollte ich eine reguläre Sorte. Warte, du hast doch nie ein Eis gegessen? Niemals? Mika, isst man das alles auf einmal oder in mehreren Bissen? Aha, pass auf, isst das Ganze nicht in einem Happen. Ah, mein Kopf! Vielleicht ist es gar nichts für mich, wer weiß. Herr Kanari, das ist endlich ein ganz schöner Name für einen Vogel. In Orela waren schon lange nicht mehr so viele Leute. Meine werte Frau, ich liebe die Strohhüte für die Küken. Wer macht sie? Hört man John Paul heute essen oder... heute essen? Oh, er arbeitet so hart, dass er es vergisst. Mir gefällt, wie schwungvoll es klingt. Berbina, was? Ich wünschte, es wäre eine dieser Partys mit einem riesigen grundlosen Feuer. Gib mir alle Streichhölzer aus deinen Taschen. Wir wollen Brandstiftung betreiben hier. Weißt du ja nicht, die Einheimischen nennen so eine Party Verbena. Das wusste ich nicht. Tatsächlich. Das ist auch nicht das Eis, oder? Das ist nicht das. Doch. Hey! Ahoi, Captain. Ha, Dinge sprechen sich schnell darum, was? Sagen wir einfach, es ist eine kleine Insel und die Leute reden gern. Nun, geht es dir gut? Ei, das tut es. Auf jeden Fall. Und der gute alte Ovel, er ist glücklicher denn je. Es war alles ein Missverständnis. Wir mussten nur zum ersten Mal seit langem miteinander reden. Oh, Mika, ist das. Ei, ei, Bram hat für dich Mara-Eis gemacht. Möchtest du es wirklich? Ei, ich kann nicht glauben, wie lecker es ist. Du solltest es probieren. Willst du etwas abhaben? Vielleicht ein andermal. Ach, komm schon, Mika. Tu es für mich, tu es für Bram. Okay, na gut. Interessant.
Wow, es ist klasse. Ei, sagte ich doch. Das sind jetzt einfach nur die vier verschiedenen Eis, ne? Okay, krass. Okay. Die Kinder kriegen zuletzt. Habe ich einfach gerade entschieden. Mit ihrer Drohne da. Cecile, wie schön, Sie auf der Party zu sehen. Hallo, Liebes. Oh, mein John Paul hat darauf bestanden, dass ich eine Auszeit nehme. Was hat er nochmal genau gesagt? Ah, dass ich etwas chillen soll. Deswegen bin ich hier auf der Party. Und, wie läuft es auf dem Hof? Oh, es läuft sehr gut. Tatsächlich sogar besser als je zuvor. Alles ist perfekt, seitdem mein John Paul zurück ist. Er macht alles einfacher. Fast schon mühelos. Das klingt wundervoll, Cecile. Oh, ich habe etwas für Sie. Ah, ist das ein Minzeis? Ziemlich ausgefallen, was? Ja, ich habe neulich gesehen, wie Bram welches gemacht hat und es sah so lecker aus. Wie lieb von ihm, eins für mich zu machen. Liebes, was machst du für ein Gesicht? Alles in Ordnung? Ja, es ist nur, kann ich bitte etwas abhaben? Es sieht so gut aus. So. Da-da-da. Schade, dass mein Hund nicht wirklich streicheln kann. Bist du Vater auf der Party? Er ist so peinlich. Hör auf, bitte, Vater. Hey, wieso seid ihr so sauer, dass euer Vater wieder Humor hat? Oh, wow. Du denkst auch, das ist Humor, Mika? Also, ihr wolltet Schokoladeneis, nicht wahr? Ha, endlich. Hey, wer etwas nicht wollte, soll es nicht ganz allein essen. Huh? Schokolade ist so ein Klassiker. Schokolade ist so ein Klassiker. Du klingst wie Vater. Oh nein. La, 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 la. Ich glaube, alle haben ihr bestelltes Essen. Nun, treffe ich mich mit Allegra. Sie sagte, sie wollte mir etwas zeigen. Der Besen, der neue Besen, der Superbesen. Aha. Nee, das ist kein Superbesen. Genau wie im Buch, okay. Schauen wir mal. Du wolltest mir etwas zeigen. Das Ding, oder? Oder? Aha. Wow, du bist gerade pünktlich. Schau mal. Was ist das? Ist das ein Besen? Ganz genau, meine Kleine. Alle auf der Insel haben zusammengelegt, um ihn für dich zu kaufen. Hey. Wow, ich glaub's nicht. Nun, Mika, das ist ein Hexenbesen. Und warte kurz, Allegra. Erklär mir das alles morgen, denn ganz ehrlich, ich vergesse die ganzen Einzelheiten und ich möchte nicht diese Schönheit in einem Haufen Splitter verwandeln. Ja, da hast du recht. Na dann, lass uns die Flugstunden morgen fortsetzen. Hey! Hurra, und jetzt Party! Party! Da 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 da. Tag 4. Nun, mein Kleiner, die Zeit ist reif, nicht? Ja. Erzähl mir alles zu meinem neuen Besen. Mika, das ist ein Hexenbesen. Mit so einem mächtigen Besen kannst du in den Nachthimmel aufsteigen und auf Wirbelstürmen reiten. Hey. Aber sei sehr vorsichtig. Okay. Also, worauf wartest du? Sag nicht, du hast Bammel davor, deinen neuen Besen zu testen. Ein Flug durch ein Tornado klingt gefährlich, aber du hast dich so sehr verbessert. Du wirst es bis an die Bergspitze schaffen, ohne dass dir der Hut davon fliegt. Glaubst du das wirklich? Klar, du bist bereit, meine Kleine. Ich bin stolz auf dich. Danke, Allegra. Auch ich glaube, ich bin bereit. Zumindest hat mir das Schreiben dieses Briefes zu dieser Erkenntnis verholfen. Hey! Wie? Machst du Witze? Ich meine,
Schreibst du Olagari einen Brief? Das ist ziemlich formell. Naja, ich weiß sogar, dass sie Briefe nicht so toll findet, aber ich fühle, es ist an der Zeit, für mich selbst einen Brief zu schreiben und zu verschicken, anstatt sie nur auszutragen. Zeit, mein Schicksal selbst zu bestimmen. Aha. Oh, okay. Ha, ich glaube, nun, Olagari wird es verstehen, auch wenn sie zu faul zum Lesen ist. Hihi, glaubst du? Ja, der Stein trügt oft. Also, du willst dorthin gehen und ihr den Brief geben, um was genau zu tun? Um ihr zu sagen, was ich von ihrer berüchtigten Methode, mich vom Gaunberg zu schubsen, halte. Und dass ich die erste Lektion gelernt habe. Ich hoffe, die Kleine verwöhnt Edgar nicht mit zu viel Leckereien. Okay, dann gehen wir dahin. Ui, an den Superbesen. Der Besen ist sehr fix. Der ist sehr schnell. Du hast so viel geübt. Das wird ein Kinderspiel. Komm schon, Mika. Dieser Tornado kann dich nicht aufhalten. Mehr von diesen Dingern. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Kann man die hier irgendwie benutzen? Nö. Die kann ich hier reinsetzen, oder? Ja, okay. Um Windströme zu erzeugen. Ah, I see. Jetzt verstehe ich das hier endlich. Na, so komme ich aber nicht. Muss ich ohne weiteres. Okay, Moment. Das kriege ich hin. Geht doch. Hier müssen wir hin. Ich guck gerade noch nach Statuen, aber ich sehe nichts. Wir sind oben. Ihr habt das Spiel angefangen, meine lieben Freunde.
Genau hier war Mika und hat sich nicht hochgetraut. Genau hier. Hier standen wir ganz am Anfang des Spiels. Kleine, da bist du ja. Wie läuft's? Hast du deine Lektion gelernt? Hey. Ja, das habe ich. Ich habe eine Weile gebraucht, aber ja. Komm wieder hier hinauf, ganz allein. Ja, du hast es geschafft. Glückwunsch. Obwohl, das war nur ein Teil der Lektion. Es gibt da noch eine Sache. Oh. Was? Ach, nur eine einfache Frage. Ich muss dich noch ein letztes Mal fragen. Hast du dein Lehrlingsmaterial mitgebracht? Lass mich mal sehen. Und, wieso sehe ich keine Plastikschädel-Amulett? Du mochtest es noch nie, also hast du es wohl weggeworfen oder noch schlimmer. Du hast es jemandem gegeben, oder? Sie haben recht, Oberhexe. Ich habe es Kiala gegeben. Sie hat es gebraucht, aber nicht zu meditieren. Was für eine Verschwendung. Eine Verschwendung? Nein, verehrte Oberhexe, das ist es nicht. Das Amulett muss nicht nur einen Zweck erfüllen. Was, wenn es etwas anderes für Sie oder mich bedeutet? Was, wenn Kiala ihre eigene Lebensweisheit hat? Was, wenn dieses furchtbare Amulett für unsere Freundschaft, für uns Freundschaft symbolisiert und unser Vertrauen darin und nicht die Verehrung von Abgöttern der Vergangenheit? Au. Oh. Du bist unmöglich. Du ächtest deine Vorfahren für jemand Dahergelaufenen. Hm. Ich ächte sie nicht, Olagari. Ich verstehe sie bloß anders als sie. Hm. Wirklich? Wie bist du darauf gekommen? Ein Bauchgefühl. Du hast meine Schokolade gegessen. Meine Schokolade! Oh. Was ist passiert? Warst du etwa so hungrig da unten? Hat man dich nicht gut behandelt? Also, die Leute waren nett zu mir, sehr nett sogar. Deswegen habe ich meine Schokolade mit Allegra, der Dorfhandwerkerin, geteilt. Sie hat sich um mich gekümmert und mir viel beigebracht, ohne mich von einem Berg zu schubsen. Ich schätze, jemand könnte das ein oder andere von ihr lernen, was? Wir beurteilen niemanden außer dir. Machen wir weiter. Ach, und weißt du, wozu sich deine Intuition anbietet? Den Deuten von arkanen Zeichen. Aber da dein Tempera-Farben ebenfalls fehlen... Nun, Oberhexe, ein Bauchgefühl ist ebenfalls gut, um die richtige Wahl zu treffen. So wusste ich, dass ich sie an Andros geben sollte, damit er wieder malen konnte. Ein professioneller Maler mit Tempera-Farben? Ha, was für ein Gedanke! Oh, war es denn so eine schlechte Idee? Sagen Sie das zum Meisterwerk, das er gemalt hat. Als er sich wieder wie ein Kind fühlte, frei von Sorgen. Etwas in mir sagte, dass ich das Richtige tat. Er hat so viel gelernt, nicht? Dann sag mir, bist du von allein drauf gekommen? Nun, so in etwa, Oberhexe. Ich überlege gerade und... Allegra wusste, dass ich diese Entscheidung treffen würde. Wo ist dein Zauberbuch? Sag nicht, du hast es verloren, als du vom Berg gefallen bist. Ich habe es einer Freundin geliehen, der Wissenschaftlerin Vanny. Und wozu? Warum stüffelt sie hier herum? Im Zauberbuch deiner Familie! Was für eine Schande, meine Kleine. Aber, verehrte Oberhexe... Es fühlte sich nicht richtig an, all das Wissen für mich zu behalten. Ich glaube, die Gabe der Magie sollte nicht nur uns Hexen vorbehalten sein, Oberhexe Olagari. Das sind interessante Ideen. Du erinnerst mich an einen alten Freund. Allegra, Allegra, Allegra! Was für eine wundervolle Lehrerin sie doch war, nicht? Oh, sie sehen aufgebracht aus, Oberhexe Olagari. Eifersüchtig? Wie bitte? Was für eine clevere Schlussfolgerung und doch vollkommener Unsinn. Ja, sie war eine bessere Lehrerin als sie und sie hat mir mit Sanftmut beigebracht, mein Talent einzusetzen, um anderen zu helfen. Also bist du wieder hier, nur dank einer einfachen, vorwitzigen Handwerkerin. Ich bin bestürzt. Du hast nichts gelernt, meine Kleine. Oh nein, sie liegen falsch, Oberhexe. Ich habe so viel gelernt. Ich habe sogar meine eigenen Schlüsse gezogen. Tatsächlich? Ich kann es kaum erwarten, sie mir anzuhören. Tatsächlich habe ich alles in einem Brief zusammengefasst. Oh, pah. Schön, da komm, gib mir deinen tollen Brief. Ich brenne vor Neugier. Warten Sie, ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Ich will Ihnen nicht weiter auf die Nerven gehen, daher
Ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht. Ich kann es daher zusammenfassen. Es ist simpel, wenn das Hexensein bedeutet, wie sie zu sein. Und damit meine ich grausam und gemein und ein elendes Fossil, ganz gelangweilt und verbittert. Hey, ach, du übertreibst da etwas, findest du nicht? Und ich bin nicht allein. Edgar ist hier, bei mir. Außerdem verstehe ich schon, worauf du hinaus willst, also fass dich kurz. Okay, okay, also, wenn wie sie zu sein bedeutet, jemand zu sein, der nicht nett ist. Jemand, der all die guten Dinge, zu denen er fähig ist, für sich behält. Hm. Siehst du, das ist besser. Klar gewandt. Sprich weiter, meine Kleine. Wenn es so ist, möchte ich nicht wie sie sein. Ich will keine solche Hexe sein. Ich gehöre zu den Bewohnern des Gaunbergs. Nicht hierher mit ihnen, Oberhexe Olagari. Was ist jetzt? Nichts, nur... Du hast anscheinend wirklich etwas gelernt. Und, deine Rede hat mich sehr bewegt. Also? Nun, ich meine, es ist Zeit für die nächste Lektion. Was? Ah, okay, Moment. Lassen Sie mich dieses Mal den Besen richtig festhalten. Stürzt sie mich runter. Oh! Was? Nun, meine Kleine, was sagst du? Eine Seherin, die es nicht vorhergesehen hat, wie? Eine Seherin? Was? Was soll das heißen? Außerdem war das die ganze Zeit nur ein Spiel. Ja, ich weiß, es war sehr hart, das stimmt, doch die ganze Maskerade war nötig, um dein wahres, größtes Talent hervorzubringen, glaub mir. Hör mal, ich konnte den Sternleuchtturm all die Verantwortung nicht einfach irgendwem überlassen. Du verstehst mich, oder? Vorbei ist meine Zeit hier als ein... Oh, wie du es so schön beschrieben hast. Es geht jetzt um das elende Fossil. Naja, ich war etwas schroff, aber ich kann nicht glauben, was du getan hast, Allegra. Ich habe dir vertraut. Ich musste dich auf die Probe stellen. Ich musste sicher sein, dass du verstehst. Du gehörst nicht einfach auf diesen Felsbrocken. Du solltest nicht in dieselbe Falle tappen wie ich. Arroganz und Eigenbrötelei. Vielleicht... Oh, ich verstehe. Ich hätte dich diese Lektion auf andere Art lernen können. Entschuldige. Und so lernt auch die Lehrerin etwas, meine Kleine. Man lernt nie aus. Allegra oder Gari, was ist ihr echter Name? Ich weiß, dass du verwirrt bist, verletzt. Ich hoffe, dass du mir vergeben kannst. Eigentlich war das eine ernste Frage. Und die Krähe heißt Edgar, nicht wahr? Ja, er ist nun dein Begleiter. Er ist sozusagen der Wächter des Leuchtturms, so wie du. Und was ist mit ihnen? Werden sie jetzt nach Orela zurückkehren? Ja, meine Kleine, das ist nun dein Haus. Und ich bin wirklich glücklich dort, verstehst du? Wow, ich kann es nicht fassen. Ich bin endlich eine Hexe! Na, du bist immer noch in der Lehre, vergiss das nicht. Du lernst gerade die zweite Lektion. Ja. Was ist das für eine? Die wichtigste von allen. Folge immer deinem Herzen. Folgt immer eurem Herzen, meine lieben Freunde. Thank you.
Und das war's mit Mika and the Witch's Mountain. Wir werden natürlich noch die ganzen Nebensachen erledigen, keine Frage. Also die ganzen Dinger einsammeln und die beiden letzten Nebenquest-Dinger noch machen. Aber es ist ein schönes Spiel, oder? Hi, war das schön. Hi, die Witzka. Aber es war ein bisschen kurz und die Story war so ein bisschen ruppig erzählt. So, man hat mit den Charakteren nur gesprochen, aber so die Hauptgeschichte, die da so passiert ist, die war so ein bisschen weird, wenn man das so nennen darf. Sie war komisch erzählt. Also es war nicht so, wie man das von anderen Spielen so kennt. Nein, es war leider nicht so wie bei anderen Spielen. Wenige Cutscenes und alle Dinge so. Aber ist kein Problem, denn wir hatten unseren Spaß. Da 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 da. La 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 la. Ja, war schön. War schön und wir werden auch noch weiterspielen, wie gesagt, aber dann erst im nächsten Part. Ihr seht, es ist ein relativ kleines Team von Special Thanks. Schiebig ist übrigens ein spanisches Studio, also europäisch. Und die hatten Kickstarter-Kampagne, genau. Also die kommen jetzt alle noch, die ganzen Kickstarter-Bäcker. Also die schauen wir uns auch alle an. Es wird ein bisschen dauern, wenn wir jetzt noch ein paar A sind. Jetzt sind wir mal B. Es könnte sich noch um Stunden handeln. Nein, so lange wird es wohl nicht dauern. Aber ein schönes Spiel. Kleines, schönes Spiel. Ich meine, es kostet 20 Euro, glaube ich, ne? Also ist das schon okay. Vielleicht für den einen oder anderen zu teuer, dann vielleicht auf den Sale irgendwann warten. Aber ich meine, ich hatte mal Spaß. Ich hatte jetzt nicht extrem lange Spaß, also ich hatte jetzt 5 Stunden oder so, würde ich sagen. Das ist auch das, was in der Kampagne stand, was so 5-6 Stunden lang ist quasi. Und das kommt schon hin. Ich meine, nicht jedes Spiel muss 20 Stunden lang sein, ne? Da, da, da. Und nochmal vielen lieben Dank an Schiebig dafür, dass wir den Key zur Verfügung gestellt haben. Vielen lieben Dank. War auch schon bei Core and the Five Pirates of Mara so. Da habe ich auch einen Key bekommen. Da habe ich sogar einen Pre-Release-Key bekommen. Man konnte entsprechend schon vorab produzieren. Hier jetzt nicht. Vielleicht, weil die wissen, dass ich so viele Videos produziere und das Spiel nicht so lang ist und dann wäre schon alles irgendwie an Tag 2 draußen gewesen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob das Problem war. Aber ich habe das letzte Mal an das Embargo und alles gehalten. Also ich hatte jetzt kein Embargo-Bruch oder so. Naja. Ach, die Lieder sind schön, aber die Lieder sind auch teilweise wiederverwendet. Von Koa und von Saman Mara vermutlich auch. Das ist das einzige. Ja, traurig will ich nicht sagen. Traurig ist das falsche Wort. Ja, aber Koa fand ich auch toll. Und Saman Mara müssen wir auch irgendwann spielen. Es gibt, glaube ich, noch ein anderes Spiel im gleichen Universum. Das sind ja alle die Schiebig-Spiele, spielen alle im gleichen Universum quasi. Deswegen haben wir auch Koa getroffen. Ach ja. Jetzt sind wir schon bei W, das ging schnell. X, Y und Z geht schnell durch. Na, und das war's. Your mom. Ah, Silberunterstützer, okay, jetzt kommt die Silberunterstützer. Das wird alles noch ein bisschen dauern, glaube ich. Und dann kommt noch Bronzeunterstützer, wa? Und wird immer länger. Und immer die gleiche Musik. Kann man es nicht beschleunigen? Ich will es nicht über. Ah, aber kann es beschleunigen. Beschleunigen ist gut. Boah, wie schnell ist das denn jetzt? Da, 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 da. Ich hoffe, ihr könnt die ganzen Namen lesen. Ah, guck mal, da war der Daniel. Und da ist der Erik. Und da ist der Franz. Habt ihr gesehen? Ich bin die Hüterin des Sternleuchtturms. Ist das zu fassen? Aber was bedeutet das bloß? Ich finde es sicher irgendwann heraus. Ich muss immer noch die zweite Lektion lernen. Folge immer deinem Herzen. Ah, meine liebe Oberhexe Olagari, sie ist immer so geheimnisvoll, wie dem auch sei.
Ich glaube, sie meint, dass es noch viel zu tun gibt, dass ich nicht hier oben bleiben sollte. Wie wäre es, wenn ich nach Orella fliege und mich umsehe? Ich kann es kaum erwarten, vom Gipfel des Gaunbergs zu springen. Hey. Hexenwesen, los geht's! Vielen Dank, Glückwunsch, du hast Mika and the Witch's Mountain abgeschlossen. Wir hoffen, du hattest viel Spaß. Aber der Spaß endet hier nicht. Es warten noch mehr Abenteuer am Gaunberg auf dich. Sause durch die Lüfte auf der Suche nach Schätzen, verlorenen Paketen, hexenhaften Outfits und lerne geheime Charaktere und Nebenaufgaben kennen. Yay. Wir fliegen jetzt übrigens nicht runter. Das machen wir dann im nächsten Part. Oder ganz oben gehen, um mich zu verabschieden hier. So, da sind wir ganz oben in der Spielwelt. Und das war's, meine lieben Freunde, mit der Hauptgeschichte. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!